Großbrand bei Wiesenhof in Lohne. Laut Wiesenhofchef Wessjohann wurde das Feuer von Reinigungspersonal in der Mitte der Anlage entdeckt. Die Feuerwehr wurde sofort alarmiert. Rund 400 Einsatzkräfte und ein Polizeihubschrauber waren vor Ort. Bei dem Wiesenhof Großbrand gab es 2 Leichtverletzte. Dabei handelt es sich um einen Mitarbeiter des Unternehmens und um einen Feuerwehrmann. Beide erlitten Schnittverletzungen. Kreisliga-Fußballspiel SF Entfechter gegen SV Kroge wurde zur Halbzeit abgebrochen, wegen zu starker Rauchentwicklung. Dagegen fand das Spiel zwischen Amasiaspor Lohne und dem VfL Oite 2 fast direkt neben dem Wiesenhofgelände ganz regulär statt. Der Wind trieb die Rauchschwaden in die andere Richtung. Die Lage sei mittlerweile unter Kontrolle, hieß es vom Landkreis Vechta. Der Einsatz wird sich bis in die Nacht hineinziehen.